Ja, die nächste Person, die wir heute hier auszeichnen dürfen, ist Karin Heitzmann von der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihre Einreichung trägt den Titel Fragestellungen zur Effektivität und Effizienz von Sozialpolitik und Möglichkeit zur Reformierung von Wohlfahrtsstaaten. Ebenso wie die Solidarität ein umkämpfter Begriff ist, ist die Sozialpolitik ein stark umkämpftes Politikfeld. Auch hier geht es um die Frage, aus welcher Motivation und unter welchen Bedingungen Menschen unterstützt und sozial abgesichert werden sollen. Nicht umsonst wird der Sozialstaat oftmals als die zentrale institutionalisierte Form der Solidarität gesehen. Betreiben wir also Sozialpolitik aus dem solidarischen Motiv heraus, alle Menschen in eine Position zu versetzen, in der ein menschenwürdiges Dasein möglich ist? Oder verstehen wir Sozialpolitik eher als Teil der Sphäre, dass Funktionalität und Effizienz, die vornehmlich auf die Wiedereingliederung in marktliche Prozesse abzuzielen hat? Entlang dieser zentralen Konfliktlinie zwischen Dekommodifizierung und Kommodifizierung des Menschen haben sich die realpolitischen Koordinaten in den letzten Jahrzehnten stark in Richtung der Vermarktlichung, in Richtung der Kommodifizierung verschoben. In Ihren Arbeiten zur Evolution der Sozialpolitik, mit denen Sie die österreichische und europäische Debatte seit Jahren bereichert, begnügt sich Karin Heitzmann nicht damit, vergangene Fehlentwicklungen zu benennen und ihre Folgen zu analysieren. Nein, sie zeigt stets auch potenzielle alternative Handlungsweisen und Strategien auf, mit denen wir es auf einem anderen Weg versuchen können. Liebe Karin, vielen Dank für deinen Einsatz und deinem Bemühen in diesem wichtigen Forschungs- und Praxisfeld. Schön. Herzliche Gratulation. Vielen Dank. Auch an Sie zwei Fragen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen allen gegangen ist, aber als dieses Corona auftauchte und wir alle damit konfrontiert waren und plötzlich Abend für Abend Kurven verfolgten, fand man sich irgendwann, vor allem wenn man sich die Kurve in den USA angeschaut hat, schon in der Situation, dass man erkannte, was für ein Privileg es eigentlich ist, einen funktionierenden Sozialstaat zu haben. Man kann sich testen lassen gehen, man kann krank werden, man kann sich in Quarantäne begeben und muss nicht befürchten, automatisch seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Das Thema Sozialstaat war auf einmal wieder ein bisschen präsenter, als es sonst ist. Wo sehen Sie aber die zentralen Herausforderungen, die vielleicht gerade in dieser Krise wieder sichtbar wären? Da gibt es ja viele Herausforderungen, die der Sozialstaat, wenn ich bei dem bleibe, ja auch schon vor der Krise gehabt hat. Ich denke mir, dass die Krise wie so ein Brennglas ist, das Probleme, die es im Sozialstaat gibt, schlicht und einfach aufzeigt. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Krise auch gezeigt hat, dass Personengruppen, die das nie für möglich gehalten hätten, tatsächlich auch in Situationen gekommen sind, wo sie eben nicht mehr selbst abgesichert waren, sondern sich auf auch staatliche Institutionen verlassen mussten. Eine Krise ist, wie es ein Kollege von mir heute so schön geschrieben hat, in allererster Linie mal eine Krise und dann erst eine Chance. In diesem Sinne kann das vielleicht, und das ist ja auch schon in den Vorworten angesprochen worden, auch eine Möglichkeit sein, eine Neubewertung des Sozialstaats zu machen. Ich denke mir, was Österreich gezeigt hat oder was sich in Österreich gezeigt hat, ist, dass unser Sozialstaat inklusive dem Gesundheitssystem und anderen Systemen relativ gut resilient ist. Das heißt, dass auch in Krisensystemen der Staat, der Sozialstaat funktionieren kann, dass er nicht an seine Grenze gerät, dass es aber Lücken gibt, die es jetzt zu beheben gilt. Können Sie ein paar dieser Lücken ein bisschen konkreter umfassen? Es gibt mehrere. Ich fasse vielleicht eine heraus. Eine Lücke, die wir speziell im Hinblick auf Arbeitsmarktprobleme gesehen haben, betrifft Solo-Selbstständige. Kleine Selbstständige, die innovative Produkte, Dienstleistungen herstellen, was auch immer.
die von dieser Krise so getroffen worden sind, dass die Nachfrage schlicht und einfach eingebrochen ist, nicht mehr da war. Diese Selbstständigen sind nicht arbeitslosenversichert in aller Regel. Es gibt zwar die Möglichkeit, sich freiwillig arbeitslosenversichern zu lassen, das nimmt aber kaum ein Selbstständiger, eine Selbstständige in Anspruch. Das heißt, da nachzubessern und tatsächlich das Arbeitslosenversicherungssystem eventuell auf diese zumindest kleine Selbstständigen auszudehnen, ist etwas, was uns diese Krise gezeigt hat, dass eben Arbeitskräftenachfrage nicht oder sehr häufig von exogenen Faktoren abhängig ist. Da kann man noch sowas dagegen tun, man ist einfach davon abhängig. Und da eine soziale Unterstützung anzudenken und anzuregen, ist, glaube ich, so eine Lücke, die wir jetzt gesehen haben in der Krise und wo es, glaube ich, wert wäre, dem nachzugehen. Und ist auch eine Gruppe, die jetzt nicht über die stärkste Lobby verfügt. Genau, es ist eine schwierige Gruppe, das wussten wir auch schon vorher. Da sind auch zum Teil Personen, die sozial nicht gut abgesichert sind, wo die Einkommen zum Teil sehr niedrig sind, zum Teil auch immer wieder ausfallen. Also das wussten wir schon vorher, ja. Dass, wie gesagt, die Krise ist wie ein Brennglas, dass das einfach dann noch viel deutlicher zeigt. Vielen herzlichen Dank und nochmal herzliche Gratulation. Ich bedanke mich.